Hallo, heute wollte ich über meine Lesevorhaben sprechen. Zum einen gibt es einen Rückblick auf das vergangene Jahr und dann auch ein mögliches neues Lesevorhaben für dieses Jahr. Für diejenigen, die es noch nicht wissen oder sich nicht erinnern können, ich nehme mir normalerweise immer ein Genre vor, zu dem ich eher seltener greife und versuche dann möglichst 7 Bücher im Laufe des Jahres aus diesem Genre zu lesen. Das hat letztes Jahr sehr gut geklappt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Bücher es sind, aber auf jeden Fall mehr als 7. Ich hatte mir letztes Jahr übrigens vorgenommen, Lebensgeschichten zu lesen, also Biografien, Autobiografien, Memoiren und so weiter. Und mir haben die meisten Bücher auch wirklich sehr gut gefallen. Und ich fasse an dieser Stelle die Bücher, die ich in dem Rahmen gelesen habe, auch ganz, ganz kurz zusammen. Das Ganze übrigens wie immer ohne bestimmte Reihenfolge. Das erste Buch ist Just Kids. Die Künstlerin Patti Smith schreibt hier über ihr Leben und insbesondere auch über ihre Beziehung zum Künstler Robert Mapplethorpe. Es ist eine sehr schön geschriebene und auch berührende Freundschafts-, Liebes- und Künstlergeschichte und zugleich auch eine Zeitreise in das New York der 70er Jahre. Gefiel mir sehr gut. Als zweites dann Mom and Me and Mom von Maya Angelou. Das ist übrigens der letzte Teil ihrer 7-bändigen Autobiografie und die Bürgerrechtlerin Maya Angelou konzentriert sich in diesem Buch auf die Beziehung zu und mit ihrer Mutter. Eine anfangs nicht sehr einfache, aber später dafür umso intensivere und liebevollere Beziehung. Ein sehr schönes Buch voller Wärme, das ich sehr gerne gelesen habe, aber trotzdem natürlich empfehlen würde, die Reihenfolge der Autobiografie einzuhalten. Dann habe ich auch gelesen Winterjournal von Paul Auster. Der Autor erzählt in diesem Buch seine Lebensgeschichte auf sehr ungewöhnliche, vor allen Dingen aber sehr menschliche und berührende Art und Weise. Es ist ein wundervolles Buch und ein Buch, das einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Es ist toll. Dann habe ich letztes Jahr noch 2 Bücher von Annie Ernaux gelesen, zum einen Der Platz und auch Eine Frau. In Der Platz geht es um ihren Vater und um ihre Beziehung zu ihrem Vater und wie man es auch in den anderen Büchern, aus den anderen Büchern von Annie Ernaux kennt, es ist hier eine sehr objektive und nüchterne Betrachtung, ohne Sentimentalität und ohne Wertung. In Eine Frau geht es um ihre Mutter und ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Wie ich persönlich aber finde, ist Annie Ernaux Betrachtungsweise in diesem Buch etwas weniger objektiv, aber doch auch etwas emotionaler, was sicherlich auch daran liegt, dass sie dieses Buch kurz nach dem Tod ihrer Mutter geschrieben hat. In beiden Büchern geht es um die soziale Stellung bzw. auch um den sozialen Aufstieg. Es geht um Scham, natürlich auch um Zuneigung und um Entfremdung. Habe ich ebenfalls beide sehr gerne gelesen. Außerdem habe ich gelesen Durchmauern gehen von Marina Abramović, der Performance-Künstlerin. Sie beschreibt in diesem Buch ihren kompletten Werdegang als Künstlerin und unter anderem davon auch als Privatperson. Ein sehr interessantes Buch, da Abramović nicht nur selbst sehr viel gemacht hat, sondern auch sehr viel erlebt hat. Gefiel mir auch sehr. Das nächste Buch ist Einer von uns von Esna Sayaster, Die Geschichte eines Massenmörders. Das ist eine umfassende und sehr detaillierte Reportage über den Terrorist und Massenmörder Anders Breivik, der 2011 in Norwegen mehr als 70 Menschen ermordete. Die Autorin berichtet genauestens über die komplette Lebensgeschichte Breiviks und natürlich auch über das Attentat, geht aber auch ein auf die Perspektive der Opfer und Hinterbliebenen. Das Buch ist keine leichte Kost, aber sehr aufschlussreich. Dann eine sehr bemerkenswerte Bildungs- und Lebensgeschichte, und zwar Befreit von Tara Westover. Tara Westover ist eine inspirierende Frau, die ohne jeglichen Schulunterricht die Uni absolvierte, dann promovierte und sich dabei gleichzeitig auch von den paranoiden Vorstellungen ihrer Familie entfernte. Ein wirklich äußerst beeindruckendes Buch. Jetzt gerade bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das nächste Buch wirklich zählt oder nicht. Vermutlich eher nicht. Aber ich rede jetzt einfach trotzdem darüber, und zwar Der Widersacher von Emmanuel Carrère.
Das ist nämlich ein sogenannter Tatsachenroman und der Versuch des Autors, den Mörder Jean-Claude Romand zu verstehen. Romand hatte seinerzeit ein unglaubliches Lügengerüst aufgebaut und hinterging dabei wirklich alle Menschen in seinem Umfeld, inklusive seiner Familie. Und als das Ganze dann drohte aufzufliegen, brachte er seine Frau, seine Kinder und dann auch seine Eltern um. Obwohl der Autor sich hier auf Tatsachen stützt, sich auch mit Romand getroffen und unterhalten hat, seine Freunde befragt hat und so weiter, hält er seine eigenen Gedanken und Einschätzungen nicht aus dem Roman heraus und schreibt das Ganze sogar auch in der Ich-Perspektive. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Herangehensweise. Gefiel mir gut, auch wenn es mich nicht umgehauen hat. Bei den nächsten beiden Büchern mogle ich und das sehr gerne, denn beide Bücher sind so zauberhaft, dass es einfach zu schade wäre, sie nicht noch einmal kurz zu erwähnen. Es handelt sich nämlich um Kinderbücher aus der Reihe Little People, Big Dreams. Zum einen Emilia Earhart, die Pilotin, und Marie Curie, die Wissenschaftlerin und zweifache Nobelpreisträgerin. Zucker, süße Bücher und wirklich tolle Lebensgeschichten für Kinder zum Nachlesen, zum Lernen und sich inspirieren lassen. Einfach süß. So, und das waren die Bücher, die ich im Rahmen meines Lesevorhabens 2019 gelesen habe oder die einfach gut reingepasst haben, zufälligerweise. Für dieses Jahr hatte ich mir so einige Gedanken gemacht und habe mich ehrlich gesagt auch etwas schwer getan. Deswegen bin ich sehr froh, wenn ihr mir euer Feedback geben möchtet. Ich erzähle euch aber erstmal, was mir so durch den Kopf ging für dieses Jahr. Es gibt nicht so viele Genres, zu denen ich so selten greife, dass ich mir das jetzt wirklich vornehmen wollte. Zumindest ist mir einfach nichts eingefallen. Manche werden jetzt sicherlich denken, na, du liest ja aber nicht so häufig Fantasy oder Science Fiction, das stimmt. Aber tatsächlich ist mein Interesse nicht oder noch nicht groß genug, um mir wirklich vorzunehmen, 7 Bücher aus diesen Genres dieses Jahr zu lesen. Vielleicht irgendwann in Zukunft. Stattdessen habe ich gedacht, vielleicht sollte ich einfach mal Gedichtbände lesen. Denn ich lese Gedichte, aber ich lese selten ein Gedichtband komplett am Stück, auch wenn es über einen längeren Zeitraum sich hinstreckt. Ich ziehe gelegentlich einfach Gedichtbände mal aus dem Regal und lese, dann schlage sie irgendwo auf und lese dann einfach irgendwo mal ein Gedicht. Wenn es mir gefällt, lese ich dann meistens noch ein zweites. Aber es ist einfach äußerst selten der Fall. So selten, dass es eigentlich gar nicht zählt, dass ich wirklich ein Gedichtband komplett lese. Und deswegen hatte ich mir überlegt, eventuell Gedichte zu lesen und zeige euch ein paar Bücher, die ich schon zu Hause habe. Zum einen Grashalme von Walt Whitman. Gibt einige tolle Gedichte da drin. Dann auch Georg Trakl. Sämtliche Gedichte. Eichendorff, Schläft ein Lied in allen Dingen, mag ich auch sehr. Hermann Hesse, Stufen, und letztes Jahr auf der Buchmesse bekommen, Sichel von Ruth Lillegrafen. Das wären die Gedichtbände, die ich schon zu Hause liegen habe, die ich tatsächlich noch nicht gänzlich gelesen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich, ich weiß nicht. Also entweder werden es Gedichte oder aber ich hatte mir überlegt, dass ich mir nicht unbedingt ein Genre vornehme, sondern bestimmte Bücher, die ich eigentlich letztes Jahr gerne lesen wollte, aber einfach nicht dazu kam. Das sind tatsächlich, glaube ich, auch nur Klassiker. Ja, ich zeige euch jetzt ganz kurz die Bücher, die mich immer sehr lieb anlächeln, die ich trotzdem immer noch nicht gelesen habe. Einige wird es nicht wundern, dass Charles Dickens dabei ist. Ich habe letztes Jahr tatsächlich kein Buch von Charles Dickens gelesen. Die Weihnachtsgeschichte zählt nicht, die lese ich jedes Jahr. Ich habe auf jeden Fall von ihm hier noch liegen, die Pickwick hier und Harte Zeiten. Es wird manche auch nicht wundern, dass Balzac auch Erwähnung findet. Obwohl ich letztes Jahr ein Buch von ihm gelesen habe, aber ich hätte gerne mehr von ihm gelesen. Was ich von ihm noch hier liegen habe, ist auf jeden Fall Tante Lisbeth und Cousin Pons. Und ebenfalls ein Buch, das ich sehr, sehr gerne lesen möchte, ist Lushins Verteidigung von Wladimir Nabokov. Machen wir uns nichts vor, die Wahrscheinlichkeit, dass ich alle 5 Bücher im Laufe des Jahres lesen werde, kann passieren, was natürlich sehr erfreulich wäre, aber ich würde mir jetzt auch nicht unbedingt zum Ziel setzen, wirklich alle 5
zu lesen. Ich wäre schon froh, wenn ich ein Buch von Dickens, ein Buch von Balzac und das Buch von Nabokov lesen kann. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin dieses Jahr ein bisschen unentschlossen, was meine Lesevorhaben angeht. Schreibt mir aber gerne, was ihr darüber denkt, ob ihr eher Gedichte lesen würdet oder ob ihr euch eher wünscht, dass ich Gedichte lese und dann darüber erzähle oder eben diese genannten Schätze. Ich weiß es nicht. Oder soll ich mir einfach dieses Jahr überhaupt gar kein Lesevorhaben vornehmen? Ach, helft mir gerne, wenn ihr Lust dazu habt, in den Kommentaren. Teilt es mir mit. Ich bin ein bisschen ratlos. Immer noch. Wir haben schon Februar. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir mitteilen möchtet, ob ihr irgendwelche Lesevorhaben für dieses Jahr habt und wie diese natürlich aussehen. Und damit wünsche ich euch wundervolle Lesestunden. Macht's gut. Ciao.